Walderdbeere. Die Walderdbeere ist eine weit verbreitete Pflanze in Europa und Nordasien. Diese mehrjährige, mit so 25 cm hohe Pflanze gehört zur Familie der Rosengewächse und ist schon eine der ältesten bekannten Erdbeersorten. Die Walderdbeere, die von seit der Steinzeit von Menschen gesammelt wird, wächst an Waldrändern, Hecken, auf Lichtungen und in lichten Wäldern, wo sie auf allen Bodenunterlagen, vor allem auf feuchten, gut durchlässigen, nährstoff- und humusreichen Böden, von der Ebene bis zur oberen Waldgrenze bis 200 Meter gedeiht. Die Pflanze zeichnet sich durch ihre dreiteiligen, gezähnten Blätter und weißen, fünfzähligen Blüten aus, die im späten Frühling und früheren Sommer erscheinen. Die Früchte der Walderdbeere sind klein, rot und haben einen intensiven, süßen Geschmack, der von vielen als aromatischer und kräftiger empfunden wird als der von kultivierten Erdbeersorten, die im Übrigen nicht von der Walderdbeere abstammen. Die reifen Scheinfrüchte erscheinen von Mai bis Juli. Die eigentlichen Früchte sitzen auf der roten Beere, dem eigentlichen Blütenboden, als gelbe kleine Nüsse. Die Verbreitung erfolgt vegetativ durch Ableger. Walderbeeren sind nicht nur für einen Genuss für den Gaumen, sondern auch reich an Vitaminen, insbesondere Vitamin C und Antioxidantien, die wie Kalium, Magnesium und Calcium und Gerbstoffe. Neben ihrer Nutzung in der Medizin sind Walderbeeren auch in der Küche beliebt. Sie können frisch verzehrt oder zu Konfitüren, Säften und Desserts verarbeitet werden. Der intensive Geschmack macht sie zu einer geschätzten Zutat in vielen Rezepten. Die Walderbeere spielt auch eine ökologische Rolle im Wald. Sie bietet Nahrung für viele verschiedene Insekten und Tiere, darunter Käfer, Vögel und kleine Säugetiere. Daher auch die Verbreitung der Walderbeere sorgen. Darüber hinaus trägt die Pflanze eine Bodenqualität bei und unterstützt die Enthaltung der biologischen Vielfalt im Waldökosystem. In der Volksmedizin wurden die Blätter, Wurzeln und Früchte der Walderdbeere traditionell zur Behandlung verschiedener Beschwerden eingesetzt. Die Blätter können als Tee aufgegossen werden und sollen entzündungshemmend und handtreibende Wirkungen haben. Die Früchte wurden aufgrund ihres hohen Vitamin C-Gehalts zur Stärkung des Immunsystems verwendet.